Der Lebenstraum vieler, das eigene Haus. Marktführer Weber im badischen Rheinau verwirklicht diese Träume seit mehr als 50 Jahren. Häuser bauen war immer mein Traum. Firmenchef Hans Weber ist an diesem Morgen besonders früh im Betrieb. Eine Premiere steht an. Erstmals ein Mehrfamilienhaus in Fertigbauweise, 5 Stockwerke hoch. Hervorragend. Jawohl, sehr schön. Früher haben wir das alles von Hand gemacht, gell? Jawohl. Vor 50 Jahren. Alle Wände sind vorgefertigt und aus Holz. So etwas Großes hat die Firma noch nie gebaut. Und ein solches Projekt hat es auch in Südwestdeutschland noch nicht gegeben. Das dritte Obergeschoss bei dem 5-Geschossigen ist das, ne? Jawohl. Und da haben wir den Elektroplan, alles schon eingebaut. Dann gerade noch das Kabel dann eingezogen und die Schalter montiert. Wir machen das so, wie es da ist und gar nicht anders. So haben wir es immer gemacht und deshalb leben wir so. Okay? Das ist eben die Bauplätzeknappheit, die auf uns zukommt. Und die Leute zieht es ja auch immer ein bisschen mehr in die Städte. Und da wollen wir auch dabei sein, wenn dort gebaut wird. Und da geht es ja meistens in die mehrgeschossige Bauweise. Und da wollen wir, wie gesagt, mit dabei sein. Wenig später in Kehl. Auch der Bautrupp steht bei diesem Riesenpuzzle aus Hunderten von Teilen vor neuen Herausforderungen. Holzhäuser mit mehr als 3 Stockwerken waren bis vor kurzem in Deutschland nicht erlaubt. Der Grund? Die strengen Auflagen zum Brandschutz. Inzwischen gibt es einzelne Zulassungen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Hans Weber darf bauen, als einer der Ersten. Doch sein Architekt Hamid von Berg hat mehr als 4 Jahre an der Sache getüftelt, um allen Bestimmungen zu entsprechen. Als das Team zur Besichtigung eintrifft, steht nach nur 3 Stunden Bauzeit schon fast der erste Stock. Das ist der Vorteil an der Vorfertigung. Der Bau geht rasend schnell. Ein schönes Erlebnis und das Wetter spielt auch mit. Richtig, und ja. Unsere Leute sind ja auch ganz heiß auf dieses Gebäude. Für die ist das auch Neuland. Und deshalb sind wir alle guter Dinge heute am ersten Tag des Aufbaus. Es hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, mit dem Statiker sich zu unterhalten, wie der das rechnen muss und wie er es rechnen kann. Auch mit dem Brandschutz. Für die Leute ist das ja auch nicht gerade alltäglich, so einen 5-Geschosser zu bauen. Und das erforderte doch auch einiges an Vorarbeit. Wir haben ja schon so viele Häuser gebaut, 32.000. Und die haben wir als Einzelhäuser gebaut. Und jetzt setzen wir 5 aufeinander. Also das kriegen wir auch noch hin. Ganz so einfach geht es natürlich nicht mit dem Geschossbau. Aber nimmt man die Ein- und Zweifamilienhäuser zusammen, dann hat Hans Weber schon eine ganze Stadt gebaut. Inzwischen sind es sogar mehr als 32.000 Gebäude. Die jetzt wieder im Kommen, die Esche? Ja, ja. Das nennen wir hauptsächlich dunkel gebeizte Stufe. Das ist ja, jetzt im das ist die Esche wieder so drin. Ob Esche, Fichte oder Buche, Hans Weber liebt Holz. Er ist gelernter Zimmermann und verwendet vor allem heimische Bäume aus dem Schwarzwald. Schon seit der Firmengründung vor mehr als 50 Jahren baut Hans Weber damit. Als einer der Pioniere in Deutschland erwirbt er vor 50 Jahren eine Lizenz zum Fertigbau in Holz. Für die Wände und Dachplatten verwendet er von Anfang an in erster Linie Fichte.
Wie wird aus Bäumen ein Haus? Am Beginn der Produktionsstraße ist das Prinzip noch ganz deutlich zu erkennen. Ähnlich wie beim Fachwerkbau fertigen die Mitarbeiter zuerst große Rahmen für die Wände. Das computergesteuerte System gibt ganz genau Anweisungen, was als nächstes zu tun ist. Jeder Handgriff sitzt. Die Vorfertigung, die bringt einen unheimlichen Vorteil auf der Baustelle mit, weil man da viel schneller ist dann. Wenn alles vorgefertigt kommt, Wände bis 14 Meter Länge und Dachelemente, Deckenelemente, alles vorgefertigt, das sind wir unheimlich schnell an der Baustelle und haben das Haus recht bald regendicht, meistens in ein, zwei Tagen. Früher war das eben nicht so. Da musste man das Haus hochmauern und wochenlang mauern. Und dann kam der Dachstuhl drauf und dann ging es noch ein paar Wochen, bis die Ziegel drauf kamen. Das ist heute alles vorbei. Weberhaus beschäftigt 1000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Firma liegt im badischen Rheinau-Links, unweit von Baden-Baden. 33.000 Häuser hat Weberhaus gebaut. Der große Firmenpark mit Ausstellungshäusern gibt einen Einblick in die Wohnträume. Seit 2004 ist Hans Webers Tochter Heidi in der Geschäftsführung. Weberhaus ist ein echter Familienbetrieb, wie viele mittelständische Firmen im Südwesten. Das war schon relativ früh klar. Wir haben ja auf dem Firmengelände gelebt und ich habe permanent mitbekommen, wie das Unternehmen um mich herum, um unser Haus herum gewachsen ist, bis wir dann mal irgendwo anders hingezogen sind, aber nicht weit weg von der Firma. Und so war ich immer mit dabei und es gab gar keine andere Frage. Vater und Tochter sind ein eingespieltes Team. Während der Senior technische Neuerungen und Finanzen betreut, ist Heidi Weber für die Innenausstattung zuständig. Jedes Mal, wenn eine neue Idee auf den Markt kommt, gibt's auch ein weiteres Haus im Park. Fast schon ein kleines Dorf. Und ein Spiegel der Wohntrends der letzten Jahre. Ja, hier sind wir in unserem Haus eben leben. Ein Hauskonzept, das wir entworfen haben, speziell für Leute, die das zweite Mal bauen. Die Kinder sind vielleicht schon aus dem Haus und man möchte sich ein bisschen mehr auf das Alter vorbereiten. Und man hat den Wunsch, auf einer Ebene zu leben, ohne jegliche Barrieren. Was sich die Leute heute wünschen, ist ein offenes Leben. Das heißt, man kocht, wohnt, isst mehr oder weniger in einem Raum. Das ist wohl optisch ein bisschen abgetrennt, aber letzten Endes findet es in einer großen Wirkungsstätte praktisch statt. Hier haben wir jetzt eine Küche mit einer kleinen Bar, wo man mal ein kurzes Frühstück einnehmen kann. Ein Abstellraum, immer sehr wichtig. Ja, und das Besondere an dem Haus ist diese raumhohe Verglasung, mit der man quasi die Natur ins Haus reinholen kann und mit der Natur zusammenleben kann. Die überdachte Terrasse bietet sich als verlängerter Wohnraum an und bildet zusammen den Lebensmittelpunkt. Gleich gegenüber gibt's einen Einblick ins Wohnen der Zukunft. Intelligente Haussteuerung ist der neue Trend. Technik regelt alles, was der moderne Mensch in seiner Wohnung so braucht. Ein Tablet-Computer oder Smartphone reichen dazu aus. Ganz entspannt auf der Couch kann der Hausbesitzer Luftfeuchtigkeit und Wärme in den Räumen bestimmen oder das Licht an- und ausmachen. Damit noch nicht genug. Das Haus hilft auch beim Aufstehen oder Schlafengehen. Das ist besonders spannend bei dieser Steuerung. Ich kann zum Beispiel die Gute-Nacht-Steuerung einschalten. Wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und beschließe, ich möchte jetzt ins Bett gehen, dann drücke ich Gute-Nacht. Und in dem Moment gehen hier unten die Lichter aus. Das Licht im Flur geht an und die Jalousien fahren runter und ich kann mich nach oben bewegen. Im Flur geht das Licht an, im Schlafzimmer und im Badezimmer auch. Und das hat sehr viel mit Komfort und Bequemlichkeit zu tun. Das eigene Haus steht ganz oben auf der Wunschliste der meisten Deutschen.
Silvia und Benjamin Ernst aus Waldulm haben lange auf ihr Haus gespart. Sonnenaufgang. Das Paar steht bereits an der Baustelle. Sie wollen nichts verpassen. Wenn es dann komplett fertig ist, glaube ich, dann ist die Erleichterung groß. Aber es ist spannend zu sehen, was man geplant hat. Wenn es dann entsteht, ist es natürlich total spannend. Ja, man freut sich einfach jetzt nur. Einfache Freude. Und das wirklich dann zu sehen, so wie man es geplant hat. Also man findet jede Wand wieder. Ein normales Einfamilienhaus kann von einem Bautrupp aus nur 4 Leuten an einem einzigen Tag aufgestellt werden. Die Bauherren schauen zu, wie der lang gehegte Traum endlich Wirklichkeit wird. Gucken wir, sind außen so Nägel dran oder so Verschraubung. Die schrauben sie dann quasi rein, wenn die Wand dagegen gesetzt ist, und verschrauben die damit. Haben wir schon alle vorgesetzt. Das ist krass, gell? So ein Gerüst ist, glaube ich, nach 3-mal aufbauen ist das auch alt. Sehr spannend. Gegen Mittag ist der erste Stock schon fast fertig. Zeit fürs Festbett. Jetzt ganz so das Tempo wie vom ganz der ersten Stunde, das haben sie jetzt natürlich nicht mehr. Jedenfalls sieht man es nicht mehr so dolle wie jetzt in der ersten Stunde, klar. Ja. Also bisher war es uns halt immer bewusst, dass wir nicht lang irgendwo wohnen werden in einer Mietwohnung. Und jetzt wissen wir, okay, jetzt werden wir höchstwahrscheinlich die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal hier verbringen. Das ist schon ein anderes Gefühl, irgendwo fest hinzugehören. Die 4 Aufsteller, wie sie offiziell genannt werden, nehmen sich nur wenig Zeit für die Pause. 20 Minuten müssen reichen. Schließlich heißt das Ziel, fertig werden, noch heute, vor Einbruch der Dunkelheit. Bisher liegen sie sehr gut im Rennen. Man spürt es jetzt ja mit dem Aufbau auch, wenn man jetzt da rein, schon reinlaufen kann ins Gebäude. Also ich identifiziere mich jetzt schon stark mit dem Haus. An diesem Tag herrscht strahlendes Wetter. Doch auch bei Regen hätte alles geklappt. Bis hin zur Treppe ist ja alles in der Halle bereits vorgefertigt worden. Das macht die Bauarbeiten relativ unabhängig von der Witterung. Und das Wichtige für die Bauherren, dadurch entstehen ihnen auch keine unvorhergesehenen Kosten im Nachhinein. Gegen 15 Uhr ist es dann soweit. Die Familie kann zum ersten Mal in ihr Haus hineingehen. Schöner wie gedacht. Vorher hat man es immer auf dem Plan gesehen und wenn man es jetzt so wirklich real sieht, ist es noch besser. Ich bin gespannt, ob das natürlich alles so klappt, ob die das Dach heute auch noch drauf kriegen. Aber es funktioniert natürlich doch extrem, sind sehr eingespielt, das merkt man. Ja. Läuft gut. Ja. Hopp. Das mit dem Dach klappt dann auch noch. Mobile Dachplatten sind übrigens eine Entwicklung von Hans Weber. Dadurch wird der Aufbau schnell fertig und das Haus ist rasch regendicht. Jetzt müssen nur noch die Ziegel drauf und das meiste ist geschafft. Jetzt freuen wir uns noch auf den Richtspruch und dann machen wir alle Feierabend, glaube ich. So gebe ich denen mit lautem Mund euch allen meine Wünsche kund. Gesegnet sei das neue Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Bravo! Bravo! Also. Hans Weber verbrachte seine Kindheit in Asien. Er machte in Deutschland eine Ausbildung als Zimmermann und baute 1960 sein erstes vorgefertigtes Haus. Es steht noch immer. Hans Webers Schwester Gretel Düll war das Versuchskaninchen. Sie wohnt bis heute in dieser Keimzelle der Firmengeschichte. Damals ein revolutionärer Bau. Das war wirklich ein ganz großes Aufsehen im Dorf. Die hatten alle
hat sich gedacht, na ja, das fliegt beim ersten Wind, fliegt es aus fort. Das kann er nicht halten, ne? Da ist ein Nachbar hinten, der hat einen Garten dahinter, der kam dann immer so, ja, wie ist denn? Und wollte halt rein und hat halt alles Mögliche ausgesetzt. Und ja, klopf, klopf, das hört man ja, dass das nichts ist. Diese ersten Häuser haben wir mit 14 Leuten aufgebaut, die wir aus dem Dorf geholt haben. Das sind Bauern gewesen. Hier war ja alles landwirtschaftlich strukturiert, der ganze Ort. Und da hat ein Bauer mal immer so einen Tag, zwei Zeit gehabt im Monat. Und die haben wir dann dazu geholt und haben die Häuser dann aufgebaut. Ja, wir haben im August angefangen und an Weihnachten sind wir eingezogen. Mit dem ersten fertigen Wohnhaus warb Hans Weber um weitere Interessenten. In hellen Scharen strömten die Leute zur Besichtigung. Das war nicht immer einfach für die junge Hausfrau Gretel Düll, bei der Hunderte von Besuchern auf einmal durch die gute Stube spazierten. Und nicht nur das. Erstens war das ja immer samstags und da kamen ja ganze Busse voll. Und die Leute sind halt unterschiedlich. Manche, die blieben an der Tür stehen und haben halt nur den Raum angeschaut. Und andere haben alles angefasst und sind im ganzen Zimmer rumgelaufen. Ja, ja. Und dann gab es ja da diese Stöckelschuhe mit den Pfennigabsätzen. Und wie das ganze Ding rum war, war halt der ganze Boden lauter kleine Löchlein drin. Im Esszimmer erinnert ein Foto an die Eltern der Geschwister. Das Schicksal der Familie Weber war bewegt und tragisch. Das badische Rheinau-Links war nicht von Anfang an Hans Webers Heimat. Wenn man seine Lebensgeschichte kennt, versteht man, warum es ihm besonders wichtig ist, Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben und Häuser zu bauen. Meine Eltern, beide Elternteile, stammen von hier, von Rheinau-Links. Mein Vater war Bauleiter bei einer holländischen Baufirma in Indonesien und ich bin auf der Insel Sumatra geboren. Und 1947 bin ich zurückgekommen hier nach Rheinau-Links. Mein Vater ist inzwischen durch den Kriegswirrwarr ums Leben gekommen in Indonesien. Und wir leben seit 1947 in dem Ort, wo meine Vorfahren herstammen. Ich kam mit 11 Jahren hierher und da war man natürlich total fremd. Man musste sich erstmal an die Örtlichkeiten gewöhnen und auch das Linkser Dialekt annehmen, denn sonst war man so als Fremder angesehen. Und meine Mutter hat von einem Verwandten ein kleines Fachwerkhaus gekauft und da sind wir dann auch untergekommen. Das war unser erstes Haus und ich habe da auch sehr viel selber renoviert, schon in ganz, ganz jungen Jahren. Schon früh hatte Hans Weber den Wunsch, Zimmermann zu werden. Mit 14 Jahren begann er die Lehre und legte mit 22 Jahren seine Meisterprüfung ab. Die Anfänge des Unternehmens waren bescheiden. Ja, 1960, am 1. Januar, habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ich habe hier im Ort eine Einmannzimmerei übernommen und habe hier eine alte Turnhalle gemietet von der Gemeinde und habe darin angefangen zu zimmern. Und ich hatte ja nur ein Kapital von 800 Deutsche Mark. Das war nicht viel, das war natürlich recht bald weg. Und man musste dann sehen, wie es eben weitergeht. Ne? Von Monat zu Monat haben wir uns dann durchgehangelt. Von der Einmannzimmerei zum Betrieb mit 1000 Mitarbeitern und Millionen Umsatz. Eine unglaubliche Geschichte. Seit der ersten Lizenz hat die Firma das System konsequent weiter ausgebaut. Eine moderne Produktionsstraße verwandelt heute Fichtenstämme in Häuser. Eine ausgefeilte Computertechnologie steuert die Abläufe, die früher noch am Reißbrett entworfen werden mussten. Viele Maschinen sind Spezialanfertigungen für die Firma. Die Bauteile sind schon fast fertig, wenn sie auf die Baustelle kommen. Inklusive Fenster, Steckdosen und Rollläden. Das hat sich eben so mit der Zeit ergeben, dass es jetzt fertige Wände gibt,
die innen nur noch die Tapete benötigen und außen den Edelputz. Der Grundputz ist ja auch schon drauf, also die Wand ist praktisch zu 90% fertig. Diese Vorfertigung und überhaupt so eine Fertigung mal zu haben, so eine, wie wir sie jetzt so weit entwickelt haben, das war natürlich ein Traum. Und dass es dann noch Wirklichkeit wurde, das ist noch umso schöner. Ne? Die Wurzeln liegen in der Zimmermannskunst, wie Hans Weber sie noch selbst gelernt hat. In der Ausbildungsstätte werden auch seine Lehrlinge klassisch geschult. Viele von ihnen bleiben in der Firma. Die Fachwerkhäuser seiner Heimat haben Hans Weber zu seinen Holzbauten inspiriert. Sehr gut. Das sind die dicken Wände an dem Haus. Ja, genau. Den Begriff Fertighaus mag er eigentlich nicht. Das klingt so wie Haus von der Stange. Lieber ist ihm die vorgefertigte Bauweise. Die Arbeit mit einem natürlichen, heimischen Rohstoff, das hat Weber ganz selbstverständlich auch zur Ökologie gebracht. Schalleinhausung von der Absauganlage. Ne? Ah ja, die Geschichte, ja. Wollen wir im Augenblick einen Teil, haben wir jetzt, also eine haben wir jetzt schon geschlossen. Ne? Mhm. Tore müssen wir da noch machen. Ne? Mhm. Ja gut, und dann kann man im Prinzip unten drunter dann die Feuerstelle machen. Ne? Bietet sich eigentlich an in der Art. Also. Die Lebenserfahrung prägt sein Umweltbewusstsein. Ich bin der gewesen, der immer auf dem First oben die Sparren dann beim Aufrichten abgenagelt hat. Dann stand man da in 12 Meter Höhe oder in 15 Meter manchmal. Und hat einen schönen Tag gehabt. Holz, Sie sehen, wie es gewachsen ist. Man sieht die Maserungen und alles. Und das ist also eine einwandfreie Geschichte. Natur pur. Ökologische Meilensteine. Das Haus Evolution 1997. Das Passivhaus aus dem Jahr 2000. Das Plus-Energiehaus 2010. Und nicht zuletzt eine 7000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Dach der Werkshalle in Rheinau-Links. Sie erzeugt ein Viertel des Strombedarfs der Firma und ist eine der größten weit und breit. Das Plus-Energiehaus Generation 5.0 ist das jüngste Produkt. Es kann übers Jahr mehr Strom erzeugen, als es verbraucht. Bei solchen Wohnideen arbeitet die Firma eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen. Die Bundesregierung unterstützt die Forschungen in Zeiten der Energiewende. Doch wie kann man beim Wohnen auch noch Strom gewinnen? Die Kraft der Sonne, gut gedämmte Wände und Dächer und ein kleines Geheimnis im Keller machen es möglich. Das Geheimnis ist, dass dieses Haus keine normale Heizung beinhaltet. Wir haben hier einen Wasserspeicher, der das warme Wasser bekommt vom Dach, von der Solarheizung. Und mit diesem warmen Wasser wird die Fußbodenheizung, die im ganzen Haus verlegt ist, bespeist. Und hier unten sehen wir Batterien. Und da wird der Strom, der Überschuss, den wir hier erzeugen, wird hier gespeichert. Und zur gegebenen Zeit dann abgegeben. Umweltschutz à la Weber kommt ganz ohne selbstgestrickte Socken und Stromsparen aus. Ökologie hat in seinen Augen nichts mit Entbehrungen zu tun, sondern mit Fortschritt und Spaß. Wellness inklusive. Wir haben hier neben dem Bad eine Sauna eingebaut, die auch bespeist wird von unserem Ökostrom, von dem eigenerzeugten. Und da können Sie die Uhr einstellen auf 80 oder auf 100 Grad, da werden Sie ganz schön ins Schwitzen kommen. Zu den Stromsparhäusern kam Hans Weber eher zufällig. Holz dämmt sehr stark die Wärme. Das fiel schon bei den ersten Häusern auf. Dabei war Energie damals noch gar kein Thema. Eins der ersten Winkelhäuser. Wir haben damals gemerkt, dass die Leute unheimlich wenig Heizmaterial benötigten. Wenn der Nachbar 10.000 Liter Heizöl benötigt hat, sind unsere Häuser mit 2.000 ausgekommen. Und da hat man damals gar nichts dabei gedacht, weil das Heizöl so billig war. Und dann kam eben die Energiekrise noch dazu.
Und dann hat man natürlich uns geglaubt, dass man in diesen Häusern viel weniger Heizmaterial benötigt wie in herkömmlich gebauten Häusern. Und das hat uns natürlich jede Menge Kunden gebracht. Den Vorteil wollte Weber natürlich weiter ausbauen. Zusammen mit dem Solararchitekten Rolf Disch und dem Fraunhofer-Institut entwickelte er 1997 das Niedrigenergiehaus Övolution. Ziel war es, keine Heizenergie mehr zu verbrauchen. Das Konzept erregte viel Aufsehen und Hans Weber erhielt den Euro-Solarpreis. Doch das Energiesparhaus war noch zu teuer für die Massenproduktion. Mit dem futuristisch anmutenden Passivhaus mit neuer Technologie ließ sich noch mehr Energie sparen und es war bezahlbar. Es braucht nur ein Zehntel der Heizenergie eines normalen Hauses. Seine Technik war ein echter Durchbruch in der Forschung und gilt bis heute als bahnbrechend. Die Hülle ist sehr, sehr gut gedämmt und das Dach ebenso. Und dadurch reicht die im Haus befindliche Wärme, das heißt die Lampenabstrahlung, die Körperabstrahlung, Körperwärme, reicht aus, um das Haus zu beheizen. Es ist lediglich eine Wärmerückgewinnungsanlage eingebaut, keine Heizung. Mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Ökohäusern. Dieses Wissen aus dem Eigenheimbau ist natürlich auch in das neue fünfstöckige Gebäude eingeflossen. Nach nur 14 Tagen steht es tatsächlich so gut wie fertig da. Der ursprüngliche Plan ist aufgegangen. Jetzt steht der Rohbau. In 5 Monaten sollen schon die ersten Mieter einziehen. Erst muss der Estrich trocknen, dann kann der Innenausbau endgültig abgeschlossen werden. Einen Tag vor dem Richtfest besucht Hans Weber die Baustelle. Wird er alles so vorfinden, wie er es sich vorgestellt hat? So hoch, ja. Auch steht schön durch. Aber gut, war schon Aktion. Habt ihr ja, schwer geschafft, ne? Sind Feste dran. Ja, und am Freitag Richtfest. Mit Richtspruch. 15.30 Uhr. Muss ich noch mal durchlesen, gell? Ein wunderbarer Anblick, wenn man hierher kommt. Und bedenkt, dass vor 14 Tagen noch gar nichts stand hier. Und jetzt steht hier ein 5-geschossiges Haus. Das ist eine Meisterleistung. Vom Einfamilienhaus zum mehrstöckigen Stadthaus. Hans Weber hat einen langen Weg hinter sich. Und er blickt noch immer in die Zukunft. Ich bin überzeugt davon, das wird nicht das letzte Haus gewesen sein in dieser Größenordnung. Einmal Pionier, immer Pionier.